sagen. Mein Helm habe ich ja schon aufgesetzt und Papa hat mir das Fahrrad schon draußen hingestellt. Ich warte draußen auf dich. Kommst du? Ach du Schreck, deine Fahrradführerscheinprüfung habe ich ja total vergessen. Demen, komm, wir müssen mit Sarah zur Fahrradführerscheinprüfung. Mama, komm jetzt, sonst kommen wir noch zu spät. Sarah, ich bin doch schon auf dem Weg. Mama, ich fahre schon mal vor. Du kannst ja mit Demen nachkommen. Bis gleich. Demen, warte mal bitte ganz kurz. Sarah, wo war das gleich nochmal? Beim Parkplatz von Tante Friedas Haus. Alles klar, Sarah, fahr vorsichtig. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich bin bestimmt die Bummelletzte. Wollen wir doch mal schauen, wie sich meine kleine Sarah so anstellt. Wo ist sie denn? Stopp, die Polizei. Wo wollen wir denn so schnell hin? Ich muss ganz schnell zu meiner Fahrradführerscheinprüfung. Die warten bestimmt schon alle auf mich. Ich bin nämlich viel zu spät dran, weil Mama hat das völlig vergessen, dass die heute ist. Habe ich was falsch gemacht? Nein, du hast nichts falsch gemacht. Ich habe mir schon fast gedacht, dass du zur Prüfung möchtest. Und deshalb möchte ich dich auch nicht länger aufhalten. Da drücke ich dir ganz dolle die Daumen, dass du bestehst. Du warst die Letzte, auf die wir noch gewartet haben. Aber jetzt, wo du da bist, dann kann ja die Fahrradführerscheinprüfung losgehen. Gehst du bitte mit rüber zu den anderen? Okay. Hallo, Sarah. Huhu, ich bin es, Oma. Oma, wo bist du? Ich kann dich gar nicht sehen. Hier oben, auf dem Balkon. Hallo, Oma. Hab leider gar keine Zeit. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, Sarah. Danke, Oma. Aha, unsere letzte Teilnehmerin ist auch noch pünktlich gekommen. Ich freue mich, dass du es noch geschafft hast. Das ist nicht meine Schuld. Die eine Polizistin da vorne hat mich aufgehalten, sonst wäre ich schon viel eher da. Erst einmal herzlich willkommen zur Fahrradführerscheinprüfung und wollen wir auch gleich losstarten. Als erstes werden wir hier diesen Parcours fahren. Immer im Wechsel rechts, links und jeder hat zwei Versuche. Ich würde sagen, fangen wir gleich mit dir hier vorne an und danach bist du, du und ganz zum Schluss bist du dran. Mir ist aufgefallen, dass gar nicht alle von euch einen Fahrradhelm tragen. Der ist ganz, ganz wichtig. Eigentlich dürfte ich euch gar nicht zur Prüfung zulassen, aber wir machen heute eine Ausnahme. Dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Juhu, ich habe es geschafft. Autsch. Oh je, alles in Ordnung bei dir? Ja, ich habe nur das Gleichgewicht verloren. Den Slalom-Parcours hast du bestanden. Das hast du super gemacht. Als nächstes bist du dran. Kommst du bitte? Oh je, jetzt bin ich dran. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Das hast du ganz toll gemacht, super. Beim Slalom-Parcours warst du heute die Schnellste. Juhu! Mama, hast du gehört? Ich war die Schnellste. Ja, das habe ich gehört. Ich wusste gar nicht, dass du so gut Fahrrad fahren kannst, Sarah. Ich auch nicht, Mama. Mhm. Hallo, Oma, hast du gesehen, wie ich gefahren bin? Ja, was denkst du denn? Na klar habe ich das gesehen und du hast das so fantastisch gemacht. Was hältst du davon, wenn wir dann später noch ein großes Eis essen gehen, hm? Ah, juhu! Mama, wenn ich mit meiner Prüfung fertig bin, kann ich dann bei Oma bleiben, bitte? Wenn Oma nichts dagegen hat, das können wir aber später noch besprechen. Als nächstes prüfe ich euch, wie ihr euch mit der Vorfahrt auskennt. Dazu wird mein Kollege die Pylonie neu aufstellen. Und eure Aufgabe wird es sein, von hinten nach vorne angefahren zu kommen und ihr müsst selber entscheiden, ob ihr weiterfahren dürft oder ob ihr anhalten müsst. Dieses Mal fängt zuerst ein Junge an. Gut gemacht! Juhu! Die Emily ist die Nächste. Auch du hast es sehr gut gemacht, Emily. Großes Lob! Ich bin so froh, dass ich das richtig gemacht habe.
Sarah, du bist die Letzte. Kommst du bitte? Oh oh. Und stopp. Ich glaube, ich habe schon wieder rechts mit links verwechselt. Tut mir leid. Darf ich jetzt nochmal? Ja, natürlich. Einen zweiten Versuch hast du noch. Okay, alles frei. Ich darf fahren. Hoffentlich war das jetzt richtig gewesen. Du hast es selber gemerkt. Der erste Versuch war total falsch. Aber beim zweiten hast du es komplett richtig gemacht. Bravo. Und deshalb hast auch du die Fahrradführerscheinprüfung mit Bravour bestanden. Oh ja, ich freue mich. Juhu! Ich muss schon sagen, ihr habt es alle richtig gut gemacht. Und deshalb haben auch alle von euch die Fahrradführerscheinprüfung bestanden. Die Urkunde für eure bestandene Fahrradprüfung könnt ihr euch gleich bei meinem Kollegen abholen. Ich wünsche euch alle noch eine gute Heimfahrt und einen wunderschönen Nachmittag. Oma, ich habe es geschafft. Endlich habe ich meinen Fahrradführerschein. Das freut mich, Sarah. Jetzt kannst du ja richtige Weltreisen mit deinem Fahrrad unternehmen, hm? Du bist ja lustig, Oma, aber ich freue mich ganz doll. Juhu! Und jetzt gehen wir alle ein riesengroßes Eis essen. Oma hat es versprochen. Demon, die Eisdiele ist doch nicht hier. Da müssen wir noch ein kleines Stückchen hinlaufen. Komm, ich setze dich wieder zurück in den Kinderwagen. Boah, bist du schwer geworden. Demon, schön sitzen bleiben. Ich will noch eine Kugel Schokoeis haben. Mama, ich fahre schon mal vor und halte für uns ein paar Plätze frei. Okay, Sarah, mache das. Stopp, junge Dame. Sieh schon wieder, was habe ich denn verkehrt gemacht? Ich habe gar keine Zeit. Ich bin auf dem Weg zur Eisdiele und muss da Tisch und Stühle für Oma und Mama reservieren. Ja, wenn das so ist, ich möchte dich nicht abhalten. Ich möchte dir lediglich zu deiner bestandenen Prüfung gratulieren. Und lass dir den Eisbecher schmecken, hm? Du darfst jetzt weiterfahren. Dankeschön. Jetzt muss ich mich beeilen, sonst haben die das ganze Schokoeis schon aufgefuttert. Mann, die sollen sich mal beeilen, sonst bekomme ich wirklich gar kein Schokoladeneis mehr. Ah! Boah, bin ich erschrocken. Ist bei dir alles okay? Alles gut. Um Himmels Willen, Sarah. Ist bei dir alles in Ordnung? Ist dir irgendetwas passiert? Mama, alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Zum Glück hatte ich ja meinen Helm aufgehabt. Ja, zum Glück. Liebe Eltern, liebe Kinder, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, müsst ihr immer einen Helm aufsetzen. Denn wenn ihr mal stürzt, kann ja euch das Leben retten. Das ist ganz wichtig, auch bei ganz kleinen kurzen Strecken. Heute grüße ich ganz lieb Sandra Peters, Lars Nehlen, Nele Krune, Playmobil-Geschichten, Familie Engel, My Playmobil-Geschichten und Vorstellungen und zum Schluss noch ganz lieb Stella Emily. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos von der Familie Mattes und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.